Auf der Kaiserstraße erreicht man von Crailsheim kommend einen Teilort der großen Kreisstadt Bad Mergentheim, Herbsthausen. In diesem Ort stand die Wiege einer der größten Persönlichkeiten des Hohenlohe-Raumes. Es handelt sich um Johann Friedrich Meyer. Der Sohn des Schwanenwirtes erblickte in diesem stattlichen Gebäude am 21. September 1719 das Licht der Welt. Herbsthausen war damals wie heute ein kleiner Ort. Im Zentrum steht die Kirche und das ehemalige Rathaus und die unübersehbare Brauerei, in der köstliches Bier gebraut wird. Der 300. Geburtstag von Johann Friedrich Meyer wird in Herbsthausen selbstverständlich gefeiert. Das geschieht auch an der Wirkungsstätte von Johann Friedrich Meyer in Kupferzell, einem Ort, der 30 Kilometer entfernt ist. Wer war Johann Friedrich Meyer? Mit moderner Technik kann er das selbst erklären. Ich, Johann Friedrich Georg Hartmann Meyer. So mein vollständiger Name, wurde am 21. September 1719 in Herbsthausen geboren. Von 1745 bis 1798 war ich evangelischer Pfarrer in Kupferzell. Hier wirkte ich als Lehrer des Volkes. Meine besten Ratschläge waren die Einführung der Gipsdüngung zur Ertragssteigerung, Einführung der Futterrübe, des Kleeanbaus auf der Brache, Anbau von Mostobst und Stallhaltung des Viehs. Als Anerkennung erhielt ich den Beinamen Gipsapostel.